Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kurz erklärten Mod-Vorstellung mit mir, dem Dr. Raxo. Heute möchte ich euch die Chisel-Mod vorstellen, mit der sehr viele neue Versionen der uns bekannten Minecraft-Vanilla-Blöcke hinzugefügt werden. Dazu benötigt man lediglich einen Chisel, den man mit einem Stick und einem Eisenbarren craftet. Für mehr Haltbarkeit gibt es dann noch den Diamond-Chisel, den man mit einem Stick und einem Diamond craftet. Dann braucht man nur noch einen Rechtsklick auf den Chisel auszuführen, den Wunschblock in diesen Slot hier reinzulegen und seine Wunschveränderung herausnehmen. Folgendermaßen kann das dann aussehen. Es werden ebenso neue Blöcke wie der Laboratory Block hinzugefügt, den man mit 8 Steinen und einem Nether Quartz craftet. Ebenso ist es möglich, die ganze Sache mit dem Auto-Chisel zu automatisieren. Craftbar mit 4 Glas, einem Redstone und 3 Eisen. Dazu brauchen wir nur unseren Chisel in diesen Slot reinzulegen, die Wunschveränderung in diesen Slot und die Blöcke, die wir dazu brauchen, in diesen Slot. Diesen Vorgang können wir auch mit einem System verbinden. So, das war die Chisel-Mod kurz erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir noch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei einer weiteren Runde Fortnite oder einer weiteren Minecraft-Mod-Vorstellung wieder. Und ja, tschüss.